Hey, na? Alles gut bei euch? Hallo und herzlich willkommen bei Tyrannosaurus Snacks. Mein Name ist Chris Torschen und heute wird gebacken. Ich hoffe, dass ihr meinen Kanal bereits abonniert habt. Lasst auch gerne ein Like da und jetzt geht's los. Heute benötigen wir Äpfel, eine Tüte Studentenfutter mit verschiedenen Nüssen und Rosinen, zwei Packungen Puddingpulver Vanille, eine Packung Backpulver, drei Eier, Zucker und Mehl, Zimt, ein klein bisschen Salz, Milch und ja gut, Leitungswasser kann man sich auch, ne? Beginnen wir mit den Äpfeln. Die habe ich natürlich schon vorher gewaschen und die werde ich jetzt dann natürlich noch trotzdem schälen. Schale wird entsorgt. Die Äpfel werden nun in kleine Stückchen geschnitten, aber vorher wird das Zeug entfernt, was da nicht rein soll. So, die Äpfelchen werden klein geschnitten, stelle ich jetzt erstmal beiseite. Ich brauche noch ein Glas. Nee, doch nicht. Ich mache hier einen Messbecher. Das ist jetzt alles experimentell und hier Rezept ist quasi gefreestylt. Denn ich möchte das Eigelb trennen. Also das Eiweiß möchte ich haben von zwei der beiden Eier. Und ich sag's mal so, ich habe das noch nie so richtig gemacht, aber ich hoffe mal, dass ich es hinkriege. Das hat viel besser geklappt, als ich gedacht hätte. So, aber wisst ihr was? Ich habe kein elektrisches Handrührgerät, deswegen. Ich mach gleich weiter. Ja, gut, dann. Nicht wundern. Ich fülle jetzt gerade schon mal den Liter Milch in den Messbecher ab. So, ich werde aber direkt erstmal von dem Liter Milch, auch wenn ich laut Rezept genau einen Liter brauche, etwas abgießen, denn der Pudding soll ja etwas, da er direkt in den Kuchen implementiert wird, werde ich etwas weniger Milch benutzen. So um die 200 Milliliter weniger. Prise Salz rein. Okay, das war mehr als eine Prise, aber wird schon. Zimt auf die Apfelstückchen. Bevor ich das vergesse. Das war zu viel. Sehr gut. Dann nehme ich mir gerade aber jetzt einmal hier auch schon mal den Esslöffel.
7. 8. 9. Ja. 10. Das sind 11. 12. Die Packung Studentenfutter. Ihr könnt natürlich nur Nüsse nehmen oder nur Rosinen, je nachdem, was ihr lieber mögt. Durch mal die Apfelstückchen mit rein. Ach, das Licht wird schwach. Mal kurz. Ganz wichtig dabei, was auf den Boden schmeißen, denn wir sind hier ja bei, wie mache ich effizient meine Küche wirklich. Jetzt nicht wundern, im Rezept werde ich auch keine Mengenangaben machen zu der Menge mit Mehl und Zucker, denn das mache ich nach Gefühl. Hälfte der Packung etwa. Mal schauen, was für ein Teig das ergibt. Oder gibt noch mehr. Und weil ich es gerade zufällig sehe, ist natürlich kein Muss, aber ein Tröpfchen Säure. Das hier ist jetzt definitiv schon wieder zu fest. Ich hole einmal einen Schluck Mineralwasser dafür. So. Ja doch, das ist doch eine akzeptable Konsistenz. Aber ich muss sagen, in der Gesamtmenge echt etwas wenig. Das heißt, noch mehr von allem dazu. Oh, ein kleiner Schuss Öl. Ganz vergessen. Noch mehr Wasser. Oder Süßwasser geht auch. I don't think it's funny. Ist der Teig halbwegs akzeptabel? Jetzt muss ich den Eiweiß mal schaumig kriegen und dann werde ich mal versuchen, den so unterzulegen. Ja, ich gebe es auf. Wobei, halbwegs schaumig ist es. Immerhin. So.
einarbeiten. Ja, bei dem Mehl ist jetzt etwa die Hälfte, beim Zucker fühlt sich an wie ein Viertel von der Packung. Und das sind einmal eine Kilopackung, also 500 Gramm Mehl und 250 Gramm Zucker, vielleicht auch 300. Erstmal ein Küchenpapier nehmen. Aufpassen, dass es nicht richtig anbrennt. Ein Schüsschen Öl rein. Und verteile mit dem Küchenpapier. Jetzt zunächst erstmal ein bisschen von der Masse einfach rein. Das Drittel ist das jetzt, denke ich. Hoffen wir, dass sich das von selbst noch verteilt. Die Mischung mit Nüssen und Rosinen und den Äpfeln kommt in den restlichen Teig. Jetzt muss sich der Teig allerdings mal verteilen hier. Aber das kann man auch bei Schwerkraft machen. Jetzt kommt im Ofen, könnte ich mal auf 180 Grad vorheizen. Jetzt kommt die restliche Masse rein. Puddingmasse kommt jetzt einfach hier mit, kommt jetzt hier schön mit rein. Und das kommt jetzt in den Ofen, wie gesagt bei 180 Grad. Wie lange, weiß ich noch nicht. Das werde ich wohl in der Abmoderation verraten. Ihr könntet, also ein wichtiger Tipp, hin und wieder mit einem kleinen dünnen Holzstab, einen Schaschlikspieß vielleicht, oder falls ihr ein hölzernes Essstäbchen habt, einfach mal reinpieksen und wenn nichts dran kleben bleibt, dann ist der Teig fertig. Also, dann ist der Kuchenverzehr fertig. I see.
20 Minuten später. Ich habe jetzt hier ein Holzspießchen. Plopp. Na, ich sehe jetzt eine Puddingmasse dran, aber scheiße. Aber ich würde mal sagen, das braucht noch mindestens eine Viertelstunde. Das sieht doch nett aus. Licht. Licht an. Will nicht angehen. Egal. Dann hole ich den mal raus. Lecker. Denke ich mal. Ich werde ihn jetzt erstmal auskühlen lassen. So, Stunde der Wahrheit. Ein bisschen hat sich was gemacht, aber ja gut, es sieht jetzt nicht unbedingt schön aus, aber schmecken wir jetzt. Jürgens, Manni, Uwe, ja? Essen kommen nicht, sondern Tee-Time, 5 Uhr Tee. Hä? Wollen wir nicht lieber die Airbags alle springen, Uwe? Ja, wir kommen. Bist du bescheuert? So, ich hoffe mal sehr, das Video hat euch gut gefallen. Und diesmal werde ich live den Geschmackstest machen und probieren. Schweinelecker. Wirklich sau lecker. Backt das Rezept ruhig nach. Seid ruhig auch kreativ, wenn ihr einige Sachen abändern wollt. Habt noch einen schönen Tag. Liked das Video, abonniert, drückt auf die Glocke, abonniert mich auch auf meinen sozialen Kanälen und teilt das Video gerne. Und ach ja, ich wollte noch dich grüßen. Tschüssi.